So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Sonntag etwa 7 Uhr, frostfrei hier in Weilerstadt. Und da hinten brennt noch das Licht im Flur und ich bin frisch geduscht, wie Sie sehen, mit einer relativ angenehmen Frisur. Man braucht weniger Shampoo, ne? Wenn kurze Haare, da können Sie dann auch kein Föhn, ne? Man reibt hier mit dem Handtuch zweimal hin und her und die Haare sind trocken, Sie brauchen keinen Föhn. Föhn verbraucht ja unnötig Energie und Strom wird ja hergestellt irgendwo in einem Kraftwerk, beziehungsweise mit erneuerbaren Energien wäre es auch nicht schlecht. Und wenn Sie eben nicht föhnen, dann haben Sie weniger Klimawandel. Ne? Die Temperatur tagsüber ist ja heute für die Jahreszeit etwas zu mild, aber angenehm. Deswegen werden wir heute in die Natur rausgehen, meine Ehefrau und ich und von ihr noch Geschwister. Die Anzahl werde ich jetzt nicht benennen aus Gründen des Datenschutzes. Ich habe mich noch mal zu Wort gemeldet wegen dem Schlaf. Der Schlaf ist ja auch wichtig im Leben. Also Beruf ist wichtig, Privatleben und das Dritte ist eben der Schlaf. Wenn der Schlaf nicht gut ist, können Sie machen, was Sie wollen. Dann kommen Sie nicht in den Takt. Ne? Takt ist ja eine musikalische Äußerung. Ich bin ja Musiker gewesen. Takt oder Rhythmus. Rhythmus ist was anderes. Takt ist ja was Regelmäßiges. Getaktet. Wenn das Leben getaktet ist, hat aber Vorteile. Wenn Sie morgens zur gleichen Uhrzeit aufstehen, hat es große Vorteile. Wenn man nämlich im Leben im Bett liegen bleibt, dann versagt man im Leben. So ist das richtig. Also der Schlaf, der wird bei mir jetzt im zunehmenden Alter schlechter. So ab 50 hat die Schlafdauer abgenommen. Normalerweise habe ich ja früher immer 7, 8 Stunden gut geschlafen, mein Leben lang und die letzten Jahre eben kürzer. Also 6 Stunden ist egal, wann ich ins Bett gehe. Das ist ganz komisch. Also wenn ich um 10 ins Bett gehe, dann wache ich um 4 auf. Und wenn ich um 11 ins Bett gehe, können Sie jetzt selber nachrechnen, wann ich da aufwache. Also gehe ich um Mitternacht ins Bett, weil wir stehen um 5:30 auf morgens. Ich werde eben nicht durch diesen berühmten Huss von meiner Ehefrau geweckt, sondern ich wache alleine auf. Schade. Ne? Ich kann mich auch schlafen stellen, dann kriege ich wenigstens diesen Kuss. Ne? Der Trick ist alt. Ne? Ja, also ein Drittel Beruf, das ist bei mir im Lot. Da gab es natürlich auch nicht immer so reibungslose Vorgänge, aber das ist im Lot. Ich kann hier in meiner Behörde auf die Rente in einigen Jahren zuversichtlich zusehen, wenn die Gesundheit macht, habe ich zu meinem Chef gesagt, mitmacht, wenn die Gesundheit gut ist, komme ich hier her, so wie er auch. Er hat, glaube ich, das darf man hier öffentlich sagen, ein bisschen verlängert als Beamter. Privat ist auch das meiste im Lot. Ich muss mich allerdings von Verwandtschaft ein bisschen fernhalten. Ich habe kein super gutes Verhältnis. Ich bin ja linksdenkend. Und die Verwandtschaft, das sind eher Menschen, die an Gewinn orientiert sind, obwohl sie alle genug haben. Ne? Also sowohl meine Herkunftsfamilie als auch Angeheiratete. Ne? Also, und mein Bruder vielleicht nicht so, aber der ist irgendwie genügsamer. Aber andere und auch Angeheiratete sind doch sehr kapitalistisch eingestellt, Gewinnmaximierung, obwohl sie Vermögen und gutes Einkommen alle haben. Ich ja nicht. Ich habe kein besonderes Vermögen und nur den Lohn, den ich in meiner Behörde bekomme. Und das geht drauf. Das wird verbraten Monat für Monat, obwohl ich nicht klagen kann. Sie sehen, ich habe ein modernes Hemd an. Das hat nicht jeder. Und insofern bin ich hier auch dankbar dafür, dass ich hier diese gute Lebensposition habe. Auch wenn der Schlaf nicht immer so gut ist. Heute habe ich viel nachgedacht über eine besondere Entwicklung. Ich habe das hier öffentlich erwähnt, dass ich zwei Ehrenämter niedergelegt hatte. Das war ein paar Tage her. Und ich denke da noch drüber nach. Das wird mich noch ein paar Tage beschäftigen. Und dann irgendwann geht das so asymptotisch runter. Und dann ist es erstmal erledigt. Ich brauche da eine Pause. 3 Jahre lang habe ich das gemacht. Da wird man ja gewählt. Und jetzt brauche ich da eine Bedenkzeit. Ne? Und ich habe meinen Mitgliedsbeitrag ein bisschen hochgesetzt als Ausgleich, damit man Geld hat. Ne? Und Geld braucht man ja auch. Ne? In jedem Verein, in jeder Organisation, jeder Partei. Sie sehen das ja auf meinem Internetauftritt,
wo ich überall Mitglied bin. Früher waren es ja Gesangvereine bei mir und jetzt sind es ein paar andere Vereine. Also Geld braucht man, das Geld ist knapp auf dieser Welt. Geißler hat ja, Heiner Geißler, CDU, hat ja immer gesagt, es gäbe Geld wie Dreck, nur es sei falsch verteilt. Darum geht es tatsächlich. Ne? Und deswegen bin ich Mitglied bei der Partei Die Linke und das bleibt auch so. Und mein Mitgliedsbeitrag ist, wird im eigenen Ermessen festgesetzt. Es gibt eine Beitragssatzung bei der Partei. Man kann aber sagen, ich möchte weniger, ich bin hier im Stress und habe eine besondere Lebenssituation oder ich tue was für die Partei und das rechne ich ein bisschen gegen. Das kann man schon sagen und trotzdem können wir gelegentlich ein Kuli verschenken, aber nicht wie die anderen Parteien, die haben dann hunderte von Kulis, die auf der Straße dann verteilt werden. Wir haben einzelne bloß, weil wir weniger Geld kriegen aus der Wirtschaft oder gar keins. Wir finanzieren uns im Wesentlichen von Mitgliedsbeiträgen und von der Wahlerstattung. Bei Wahlen gibt es ja eine Wahlerstattung vom Staat in Abhängigkeit vom Wahlergebnis. Ne? Und so finanzieren wir uns und deswegen muss man auch bedenken, für was man das Geld ausgibt. Ne? Also für Veranstaltungen zum Beispiel, Werbekampagnen. Für Veranstaltungen, das wäre mein Vorschlag, ist das Geld gut ausgegeben, weil dann eben diese Partei in aller Munde ist. Ne? So, in aller Munde heißt es, hat jemand gelesen. Die Linke stand in der Zeitung, ne? Ich habe das gelesen, deswegen sind wir dann in aller Munde und das ist gut für uns. Ne? Man kann auch positiv in aller Munde sein oder negativ. Dieser Kuli schreibt halt nicht, ne? Deswegen ist der auch zum Essen nicht geeignet, nur zum Spielen. Der schreibt irgendwie nicht. Das sei Absicht, hat einer gesagt in meiner Partei, wenn der Kunde oder der potenzielle Wähler und die Wählerin diesen Kuli mit heimnehmen, oh, die Linke hat mir einen Kuli geschenkt und dann schreibt er nicht. Ne? Dann, der schreibt wirklich nicht, sehen Sie? Also ich versuche das gerade. Doch, jetzt kommt ein bisschen was, aber der ist irgendwie eingetrocknet. Hoffentlich ist die Partei nicht eingetrocknet. Ne? Also wir haben ja bereits Wahlkampf, es sind ja Kommunalwahlen am 26. Mai, gehen Sie zur Wahl. Was Sie wählen sollen, entscheiden Sie selber, wir sind klug genug. Und dann gibt es auch die Europawahl. Europa ist noch ein bisschen schwieriger als Kommunalwahl. Kommunalwahl ab 16 und so weiter, regional ab 18. Regional weiß keiner, was die machen, das ist halt Verkehr vor allen Dingen. Verkehr macht jeder gern, aber die machen ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr vor allen Dingen, 80% vom Budget oder so. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil die Privaten da auch mit drin sitzen. Also ein richtige parlamentarische Organisation ist das Regionalparlament und die Region eigentlich nicht, die 1994 gegründet worden ist. Damals habe ich SPD gewählt übrigens, können Sie ruhig wissen. Und wollte ja der Dr. Heb, der Landrat von Böbling damals, eben auch reingewählt werden. Und seine eigene Partei, die SPD, wollte das nicht. Du bist Landrat, das genügt. Also musst du jetzt nicht auch noch Regionalpräsident da werden. Und das wollte er. Und deswegen hat er die Partei gewechselt über Nacht und war dann plötzlich Mitglied in der CDU. Ich war ja vorher per Du mit ihm, ne? Rainer Löh, der saß gelegentlich neben mir, bis 1994 und dann waren wir per Sie wieder anschließend. Und wir sind uns trotzdem noch sympathisch, der lebt ja noch, ne? Ist ja auch relativ alt schon. Dr. Reinhard Heb war ja der einzige rote Landrat in Baden-Württemberg damals. Es gab ja die Zeit in den 80er Jahren, wo Sozialdemokraten sogar an der Landesregierung mal beteiligt waren, das hat Auswirkungen gehabt, auch über die gesamte Verwaltung. So ähnlich war es ja 2011, als Kretschmann dran kam, da haben plötzlich die Grünen sich geoutet. Also wie so Pilze sind die hochgeschossen. Ich bin auch ein Grüner. Ne? Ich bin auch dabei. Ja, also das ist interessant. Dann war plötzlich jeder Grün. Ne? Also in Baden-Württemberg bis zum heutigen Tage. Und dieser grüne Ministerpräsident versteht sich besonders gut mit dem Söder. Von Bayern hat man gestern im Fernsehen gesehen, die Südschiene, die sei also auch wichtig. Unten dran ist ja, sind ja dann die Alpen, Schweiz und Österreich und die sind ein bisschen schwierig, diese Eidgenossen sowieso,
aber die Österreicher auch, seitdem da eine besondere Regierung, auch eine populistische, rechtspopulistische Regierung dran ist, mit dem Effekt, dass der Arbeitstag länger geworden ist dort. Ne? Also der Wähler wählt, also nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Ich glaube, der Spruch ist von Bertolt Brecht, wenn ich es richtig weiß, oder jemand anders. Der Spruch ist ja klug. Ne? Also die dümmsten, aber ich will niemanden für dumm einstufen. Ne? Das ist nicht meine Absicht. Also als ich wach geworden bin, hat einer geschrien. Ist ja komisch, dass man durch Geschrei wach wird. Also nicht meine Ehefrau, der Kuss von vorhin, ne, sondern hier gibt es einen Nachbar, der schreit. Ne? Aber der ist offenbar krank und dement und so. Und die Frage ist ja, ob man dieses Geschrei erdulden kann. Da gibt es einen Fachausdruck für diese Erkrankung, wenn einer den ganzen Tag spricht, laut. Da gab es ja in Karlsruhe an der Hauptpost den Charlie von der Hauptpost. Der stand dort und hat Predigen gehalten den ganzen Tag. Er wusste alles. Das war interessant, da war man erstaunt, wenn man da vorbeigelaufen ist und wenn man eine Weile zugehört hat, hat man aber festgestellt, so geschlossen sind die Reden nicht so geschlossen. Klar, da ist steckt doch möglicherweise eine Erkrankung dahinter. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin ja auch schon für krank eingestuft worden. Das schmeckt mir auch nicht so. Wenn mich jemand also sagt, du bist krank, ne? Also diese Äußerung, du bist krank, es kann ja sein, ich habe Fußpilz, dann bin ich ja tatsächlich krank, aber es meint ja was anderes. Man will einen ja auf Distanz halten, wenn man sagt, du bist krank. Das schmeckt mir eigentlich nicht so. Über krank und gesund in Deutschland entscheiden ja Ärzte, der Befund. Ne? Wenn sie zu einem Arzt gehen, dann gibt es einen Befund. Der Befund sagt, du hast Bluthochdruck, hier die Messwerte sind entsprechend. Oder diese oder weiteres. Dann ist man krank, aber nicht, wenn einer sagt, du bist krank. Ne? Also das mag ich nicht so. Wenn das einer dann regelmäßig zu mir sagt, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann sage ich, nein, danke, du bist in Wirklichkeit krank oder so. Ne? Ich meine, da hatte ich auch mein Erlebnis in der Psychiatrie. Erzähle ich hier noch im alten Bürgerhospital in Stuttgart, wo also die psychisch Kranken noch in diesem alten Bürgerhospital waren, das ist wohl aufgelöst, wenn ich es richtig weiß. Das ist jetzt auch irgendwie in Bad Cannstatt. Jedenfalls habe ich da einen besucht, einen Freund, und habe da an der Tür geklopft. Der war unter Verschluss, ne, in einer geschlossenen Abteilung. Und dann hat man da aufgeschlossen, wer sind Sie? Und dann habe ich hier da meinen Ausweis und so, ich möchte ihn und den besuchen, kommen Sie bitte rein. Ja, und dann habe ich mich mit dem Freund unterhalten. Und dann wollte ich wieder raus. Ne? Klar, und dann bin ich zu der Schwester dahin, habe gesagt, jetzt gehe ich wieder. Wir haben uns da unterhalten. Nein, habe ich gesagt. Ne? Ja, so, bin doch nur Besucher, habe ich gesagt. Schließen Sie bitte auf. Nein, das kann jeder sagen hier. Ne? Hier wollen viele raus, hat diese Dame gesagt. Und habe ich gesagt, nein, nein, Sie vor 5 Minuten, hier vor 10 Minuten, Sie können sich doch noch erinnern, ich bin hier rein. Das waren doch Sie, oder die hier aufgeschlossen hat. Ich will doch nur wieder raus. Ne? Ich bin hier kein Patient. Ich ne? bin nur Gast. Ne? Nein, nein, wenn Sie jetzt weiterreden, hole ich einen Arzt. Ne? Also die war wild entschlossen, einen Arzt zu holen. Der Arzt hätte dann natürlich mir das hier gegeben. Ne? Intravenös. Ne? Können Sie das lesen? Der Arzt hätte mir intravenös das hier gegeben. NaCl 0,9. Intravenös, dieser Arzt. Ne? Und das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, hab ich zum, nach hinten rechts habe ich dann, halt mal hinten rechts, hier, nach dem habe ich dann gegriffen. Sehen Sie das? Dann habe ich so gemacht. So, warte mal, sieht man das mit der Kamera? So, hier Millionär, ja, Sie wissen, ne? Hier so Scheine. Das hier. Und dann habe ich dann so einen Schein da genommen. Warte mal, das war glaube ich so einer hier. So einer war das. Sehen Sie? Und habe den mal in die Höhe gestreckt. Und dann hat sie praktisch, dann hat sie den Schlüssel genommen und hat aufgeschlossen. So war das. Die wollten Trinkgeld, weil die verdienen schlecht. Im Gesundheitswesen verdient man zu schlecht. Das ist auch meine Meinung. Und die wollte eigentlich nur ein kleines Trinkgeld, weil sie da so schlecht verdient hatte in diesem Bürgerhospital.
Im Landtag von Baden-Württemberg war ich auch mal eingeschlossen. Da war ich mal samstags bei einer Veranstaltung. Das ist etwa 8 Jahre her, 7 Jahre. Bei einem guten Vortrag. Samstags sind auch Veranstaltungen im Landtag. Da muss man sich irgendwie per E-Mail anmelden und dann wird es gemeldet. Unten beim Pförtner kommt man da rein durch so eine Schleuse. So weit, so gut. Die Veranstaltung war auch gut. Samstags, nachmittags, gegen Ende. So, jetzt kommt die Pointe. Ich war ja mit dem Zug angereist, als mit der S-Bahn. Jetzt wollte ich da wieder raus aus dem Gebäude. Da war keiner mehr da. Da wollte auch jeder Feierabend machen. Und die Veranstaltung war zu Ende und an der Pforte war keiner mehr. Und dann hieß es, wie war das noch? Man braucht da bloß durchlaufen. Die geht automatisch auf. Irgendwie war das nicht der Fall. Ach so, jetzt weiß ich es wieder, weil die meisten waren mit dem Auto angereist. Ne? Und die Tiefgarage war unter der Hauptstraße durch, so ein langer Gang, so 100 Meter. Und da war irgendwie so ein Abgeordnetenhaus in Stuttgart, ne? Stuttgart, Landeshauptstadt. Und in diesem Abgeordnetenhaus war unten diese Tiefgarage. Und dann bin ich darüber gelaufen, unterirdisch. Habe gedacht, naja, die Tiefgarage, wenn man da zieht, ne, so wie an so einem Faden, dann geht die auf. Ne? Als passionierter Autofahrer habe ich das vermutet. Das war aber nicht der Fall. Die war irgendwie auch gesichert, weil Landtag und so, ne, da kann ja jeder kommen und will da rein oder so. Jetzt war da kein einziges Auto mehr samstags. Und dieser Faden, den gab es, aber der ging nicht auf. Wo ich diesen Faden zog, ich habe den Faden kräftig gezogen, dann riss dieser Faden ab. Ne, dann habe ich diesen Faden in der Hand gehabt, so wie das AB-Männchen. Ne. Und als ich diesen Faden, da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Ein Handy habe ich auch nicht, bin ja Handyverweigerer, soll ich hier übernachten? Hier gibt es doch bestimmt eine Security und da gibt es diesen roten Knopf womöglich, wo man drauf drücken kann. Hier so ein Knopf vielleicht, der rote Knopf, so. Jetzt habe ich diesen roten Knopf gesucht, den habe ich auch nicht gefunden. Aber da habe ich gedacht, wenn es brennt, dann muss ich ja jetzt hier verrecken, heißt Schwäbisch, verrecken, ne? Und dann war aber im Treppenhaus, da kam man auch nicht mehr raus, da war ein Telefon. Im Treppenhaus war so ein uraltes Telefon, so ein graues, an der Wand gehängt. Das ist übrigens keine Fantasien, die ich hier ausspreche, sondern das ist tatsächlich passiert. Ich kann es nicht mehr beweisen, aber ich habe das abgespeichert sehr wohl, weil ich da schon ein bisschen in Panik gekommen bin. Ich wollte raus. Ne? Und dann war da dieses Telefon. Ich habe dann das Telefon abgenommen, habe dann diese Nummer gewählt, die da strand, und dann hat einer gesagt, hat sich da gemeldet, er sei da von der Sicherheit irgendwie, vom Landtag, und ich habe gesagt, ja, ich will hier raus. Ne? Aha, hat er gesagt, wieso denn das? Ne? Dann habe ich gesagt, ja, hier war die und die Veranstaltung, bei den Grünen war das übrigens. Ne? Gerhard Schick, bei der Gelegenheit muss ich kurz einflechten, Gerhard Schick ist ein intelligenter Mann, wenn ich es richtig mitbekomme, habe, ist er aus dem Bundestag sogar ausgetreten und wollte diesen Verein gründen für mehr Steuergerechtigkeit. So irgendwas. Gerhard Schick von Mannheim, ein Grüner, ein intelligenter Mann, der auch im Bereich Cum-Ex-Vorgänge hier wertvolle Arbeit geleistet hat. Ich glaube, er war auch Mitglied in diesem Untersuchungsausschuss zusammen mit Richard Peterle von Sindelfing, den ich persönlich gut kenne. Wie Sie wissen. Ne? Und diese Veranstaltung damals schon. Damals war man schon in Kenntnis von solchen Vorgängen, sagen wir mal so. Aber ich will jetzt hier nicht über Gerhard Schick sprechen, sondern über die Security und wo sind sie dann und wo ist das. Und ich habe gesagt, nicht im Landtag, sondern auf der anderen Straßenseite, bin da unten durch den unterirdischen Gang und komme jetzt da nicht raus. Und dann hat er gesagt, ja, Sicherheitsgründe, drücken Sie nicht auf diesen Knopf. Sonst kommt das MEK, nicht das SEK, sondern das MEK. Das ist was ganz anderes. Das wollte ich nicht. Ne? Dass hier dann hier Stahlhelm, die Stahlhelm-Fraktion hier die Türen eintritt und mit einer Blendgranate und dann auf den Boden drücken mit Handschellen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ne? Und dann war der aber vernünftig und hat gesagt, wir kommen jetzt einmal runter zu Ihnen. Ich will mal sehen, wer Sie sind. Ne? Ja, dann hat es noch mal ein paar Minuten gedauert, dann kam einer, kam dann, da kamen nicht mehrere. Wahrscheinlich haben die über eine Kamera schon gesehen, dass ich unbewaffnet bin. Das kann gut sein. Jedenfalls kam da einer vorbei, ein älterer, und hat gesagt, ja, das passiert selten, dass hier einer zu lang sich in diesem Abgeordnetenbüro
aufhält, und wenn einer länger ist, der hat irgendwie so einen Schlüssel oder so, das hatte ich ja nicht. Ich meine, wäre ich jetzt Lobbyist gewesen von irgendeinem Wirtschaftsverband oder Waffenhersteller, dann hätte ich sicherlich auch einen Schlüssel gehabt. Aber das bin ich leider nicht. Ne? Graue Maus mit so einem karierten Hemd hier. Ne? Naja, jedenfalls ist der mit mir zurückgelaufen, diesen Gang zurück, typ, 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 und dann vorne wieder. Übrigens, in Stammheim war ich auch schon drin. Stuttgart-Stammheim, Hochsicherheitstrakt, 1000 Inhaftierte früher. Inzwischen ein bisschen weniger, steht unter Denkmalschutz, das große Gefängnis, da war ich auch schon drin. Ist keine Story, ich erzähle hier keine dummen Sachen, hören Sie genau hin, sondern wirklich, ich habe mitgezählt, wie viele Schlösser hinter mir zu sind, wenn ich dann da drin bin. Als Gast war ich da nur drin, nicht als Insasse. Ich saß noch nie im Knast, zum Glück. Jedenfalls ist da auch so ein unterirdischer Gang, das sind auch so zwei Gebäude, und von dem einen zu dem anderen geht es unterirdisch. Da sind auch mal so zwei Gorillas mir hinterhergelaufen mit so klimpernden Schlüsseln, ne? Diesen Gang. Ne? Ich habe gedacht, jetzt bin ich da wie in so einem Krankenhaus in der Pathologie. Also habe ich mich da gefühlt, und dann haben die Schlüssel da geklimpert. Und ich war aber zweimal ganz oben. Ganz oben war ja die RAF, die Rote Armee-Fraktion, untergebracht. Die sind immer mit dem Hubschrauber aus und reingeflogen worden, aus Sicherheitsgründen. In einem dieser Zellen war ich kurz drin, RAF, und oben war so ein kleiner Aufenthaltsraum. Und wir haben dann gesagt, lasse die Kindlein zu uns kommen. So hat es ja mal der Jesus Christus ausgedrückt. Und dann waren immer so 10 Teilnehmer, Knastologen. Und da ging es darum, die sind ja gekommen zur Abwechslung. Ne? Die wollten eigentlich nichts von uns. Unseren Kaffee haben sie auch noch getrunken. Den haben wir gern gezahlt. Und dann haben wir so 10, waren immer nur Männer. Bei uns war auch gelegentlich eine Frau dabei. Kann ich mich noch erinnern. Ja, 15 Jahre ist das ungefähr. Ja. 15 Jahre, genau. Und da war ich ein paar Mal drin. Polizeiliches Führungszeugnis müssen Sie da vorlegen. Das wird dann für ein Jahr genehmigt. Und dann bin ich da wieder raus. Und jetzt kommt ja diese gesiebte Luft. Beim Rausgehen, wenn das letzte Schloss, und Sie stehen dann da, der erste Atemzug in die Lunge, der tut besonders gut. Ne? So ein beklemmendes Gefühl hat man da. Diese beklemmenden Gefühle hatte ich auch an der innerdeutschen Grenze als Kind. Ne? An das wurde ich da auch ein bisschen erinnert. Also Mauern und Stacheldraht lehne ich ab. Auch diese Mauer, die der schlaue Trump jetzt hier bauen will, das schmeckt mir gar nicht. Und ich finde es gut, dass die amerikanischen Juristen, die noch ein bisschen unabhängig denken können, eben hier Klagewege beschreiten wollen, weil das ist ein klarer Verfassungsbruch, wenn einer den Notstand ausruft als Einzelperson. Das ist immer ein bisschen komisch. Ne? Also hat ja der Erdogan auch schon gemacht, damit er an der Macht bleiben kann, da in der Türkei. Das ist ja auch so ein Schrumpfdemokrat. Ich drücke mich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger aus, sonst kriege ich hier wieder Drohungen. Das will ich nicht. Also Drohungen kriege ich gelegentlich, aber nicht so viele. Wer mir droht, kriegt gleich eine Strafanzeige. Ne? Kann man ja auch online machen. Damit müssen Sie rechnen. Wer mir droht, kriegt halt eine Strafanzeige. Online ist ja Landeskriminalamt, Kripo Ludwigsburg und so weiter. Wie das geht, weiß ich. So, ein paar Noten. Hier Rock'n'Roll. Ne? Rock'n'Roll an der Orgel. Also eins hat mir so gut gefallen, habe ich mir gleich mal mitgesungen. Johnny B. Goode. Das habe ich gestern gesungen. Fünfstimmig, haben Sie gehört, in F-Dur? Nein. Also das, was Sie da so hören an Musik in meinem Channel, YouTube-Channel, meine Frau sagt, es sei schräg, die ist auch Chorsängerin gewesen, ist mir egal. Mir geht es nicht darum, ob da 1 Million Likes oder 1000 Likes oder 20, das ist mir egal, es macht mir Spaß. Ich habe Chorleitung studiert 2 Jahre lang und bin auch ein Autodidakt, Prima Vista Spieler am Klavier und so. Es macht mir einfach Spaß. Ich singe mit mir selbst, weil öffentlich singe ich nicht mehr. Das habe ich beendet. Und inzwischen ist auch der Musikant, mit dem ich viel musiziert habe, verstorben. Ich spiele nur noch im Wohnzimmer hier. Das sehen Sie hier hinten. Ne? Sonst nicht mehr. Da, das macht auch Spaß. Ne? Und
Bei gutem Wetter geht man ja raus. Natur ist wichtig, Bewegung, Ernährung kann man viel falsch machen. Das ist der schwierigste Teil. Ich werde dieses Jahr 60. Meine Schwester fragt, was machst du da für ein großes Fest? Und ich habe gesagt, keins, ich habe kein Geld. Ich bin in Bayern an meinem Geburtstag, das stimmt tatsächlich. Aber das ist subventioniert über Steuergelder und Gebühren von meinem Betrieb übrigens. Das nennt sich Bildungsurlaub. Ne? In dem Moment, wo ich 60 Jahre alt werde, mache ich noch mal ein bisschen Bildungsurlaub. Also es ist nie zu spät zum Dazulernen. Da geht es um die Gerechtigkeit. Der Begriff Sozial, naja, Sozial, die Gerechtigkeit, sagen wir mal so, den Überbegriff. In Bayern bin ich da an meinem Geburtstag und feiere dann den 60. mittags so beim Mittagessen. Sage ich zu denen, die da sitzen, ich bin gerade jetzt hier 60 Jahre alt, aber ich gebe jetzt hier keinen aus, weil das Essen kostet ja sowieso nichts. Ne? Also for free, ich habe ja mein Leben lang als Musikant immer kostenlos gegessen. Es ist uns eigentlich nur ein einziges Mal passiert, dass einer das Fargeld, die Aufwandsentschädigung da nicht bezahlen wollte und da haben wir dann nie wieder gespielt. Ne? Welches Lokal das war, will ich jetzt hier nicht sagen, öffentlich. Eigentlich ein gutes Lokal da in Karlsruhe. Rüppur heißt der Stadtteil. Und da war neulich eine Dame in diesem Tagungshotel. Und da habe ich früher gejoggt. Ne? Und dann hat sie geschildert, wo sie war. Und er hat gesagt, als Student bin ich da rumgejoggt in der Ecke. Ne? Ja, die Welt ist ja relativ klein. Und dann waren ja mal Gäste beim Restmühlenheizkraftwerk Böbling. Da war ich ja der Führer, ne? Also der Führer auf Deutsch ist ja ein historischer Begriff. Da gibt es ja The Leader or the Guide. The Guide, Guide heißt es eigentlich auf Englisch. Und die waren von University of Wisconsin waren die, ne? Ja, Studentinnen und Studenten. Und der ist mein Onkel. Mein Onkel ist der Sigmund. Sigmund lives in Milwaukee. In Milwaukee. Sheboygan, this is the little town near Milwaukee, and there is the petting zoo. This is my uncle. Und dann hat auch die Dolmetscherin gesagt, ich kenne diesen Onkel. Ne? Da bin ich aber zusammengezuckt. Ne? Die haben sie da mitgebracht. Da sind sehr viele Deutsche, nördlich von Chicago, da sind deutsche Einwanderer, Immigrants, ne? Und die Latinos will man nicht so. Der Trump, die Deutschen. Er selber hat ja auch deutsche Pfälzer Vorfahren. Vielleicht ist er deswegen so komisch. Ne? Oder weil er eine Slowenin da geheiratet hat. Die sind auch ein bisschen komisch, die Slowenen. Wobei, das mit dem Wasser haben die begriffen. Das Wasser steht bei denen in der Verfassung drin, bei den Slowenen. Ist ein schönes Land, da war ich auch mal im Jahre 79 zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder. Da waren wir, glaube ich, in Jugoslawien und vor allen Dingen in Slowenien. Und auch irgendwie an der Adria, so war das. Ne? Ist lange her, aber das erinnert mich natürlich in dem Zusammenhang. Jetzt habe ich 30 Minuten, so lange hört hier sowieso keiner zu. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag, bis zur nächsten Ansprache und tschüss.